Britney Spears äußert sich in einem dramatischen Instagram-Posting zu einem traurigen Urlaub mit einem offenbar sehr skurrilen Mann. Britney Spears genoss in den vergangenen 2 Wochen Urlaub in der Sonne. Ihre Follower ließ sich bei Instagram mit bekannten Bikini-Videos teilhaben. Mal relaxte die Sängerin am Pool, ein anderes Mal zeigt sie sich bei einem Bootstrip mit einer Freundin. Doch was nach einem perfekten Erholungstrip aussieht, scheint auch viele traurige Stunden beinhaltet zu haben. Am Freitagabend postet die 42-Jährige ein Statement bei Instagram, welches die vorhergegangenen fröhlichen Momente in ein ganz anderes Licht drücken. Sie beginnt mit den Worten: "Ich war auf einem Trip, wo ich am traurigsten in meinem ganzen Leben war." Weiter erzählt sie, dass sie am Anfang des Urlaubs noch von einem Mann begleitet wurde. Doch die Reisebegleitung verschwand, als Britney Spears nicht auf seine Annäherungsversuche einging. Sie gab ihm keinen Booty Call, eine mehr oder weniger offene Einladung zum Sex, weil sie nicht in Flirtlaune war. Britney Spears nutzte die Zeit zum Aufschreiben ihrer Gedanken. Doch die Sängerin war nicht traurig über den Verlust des Begleiters, sagt sie. Sie nutzte die Zeit für sich anschließend zum Journaling, zu Deutsch etwa Tagebuch schreiben, und sanste wie immer vor einem Ringlicht und der Kamera. Weiter in ihrem Statement berichtet sie dann jedoch von einer merkwürdigen Erfahrung. Der ganze Raum wurde auf einmal rot, 3 oder 4 Mal, und ich hatte nichts Teuflisches oder Böses getan. Es war, als würde mein Herz durch die Wände sprechen. Offenbar sieht Britney Spears in diesem Geschehen eine tiefere Botschaft. Sie sei schon sehr lange sehr traurig gewesen und der Trip, so furchtbar er in Teilen gewesen sein mag, habe sie zurück zu Gott gebracht. Den Ursprung dieser Erkenntnis sieht Spears in dem Aufschreiben ihrer Gedanken in einem Journal. Sie erkunde die Magie der Worte der Zeit und wollte ihre Fans daran teilhaben lassen, wie sehr ihr in den letzten 2 Wochen das Journaling geholfen hat, zu Erkenntnismomenten zu kommen, schreibt sie abschließend.